Also Shinies sind echt super rar. Meine Güte. So lange schon nichts mehr. Ich will ja nichts sagen, aber langsam quillt unser Lager hier echt über. Wir haben keinen Platz mehr für gar nichts. Den Plan auf jeden Fall fürs nächste Mal. Keller ausbauen. Oh. Ein Master Chest. Oh no. Das ist ja schon stressig genug, dass Master Chest und Poke Chest sich reißen. Wenn da jetzt noch ein Shiny dazu käme, wäre die totale Überforderung. Wo bist du eigentlich gerade unterwegs? Nähe vom Haus oder eher weiter weg? Wie sage ich denn das jetzt an? Nein, ich bin nicht in der Nähe. Okay. Außer man könnte natürlich sagen, sind wir nicht alle irgendwo ein bisschen in der Nähe und doch woanders? Schwierig. Kann man das? Darf man das? Nein, darf man nicht. Hallo, Arbok. Nope. Abgründe sind der Todfeind. Bist du gestorben? Nee. Nee. Aber gerade wieder genau einfach runtergefallen. Thank you.
Passiert bei dir irgendwas Interessantes? Ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem Meisterball, den ich jetzt gerade gefunden habe. Und es ist ein Throat Spray. Also auch nicht interessant, ne? Bei mir passiert auch nichts Interessantes. Okay. Dann sind wir ja auf einer Wellenlänge. Ich finde hier auch einen Lootball nach dem anderen. Aber wirklich was Tolles ist jetzt nicht drin. Shinies so gar nicht. Und ansonsten alles Standard. Aber ich mach die Kisten wieder aus. Will lieber Shinies angezeigt bekommen als Kisten. Wie gesagt, nachdem sie jetzt hier gerade sowohl als auch gebissen hat. Ich mache auch wieder aus. So, und entweder gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter oder ich fange damit an, die neue Arena zu bauen. Die würde ich aber, denke ich, also die würde ich, glaube ich, im Kreativmodus bauen wollen. Aber ich würde im... Dieses Pokémon ist so gut wie ausgestorben. Sein Panzer wird immer härter, indem es sich alle 3 Tage häutet. Kabuto. Aber das hatten wir schon mal. Hatten wir? Ich meine, ja. Weiß ich nicht mehr. Genau, ich würde die Arena im Kreativmodus bauen, aber im Überlebensmodus Platz machen und alles abholzen und begradigen. Damit wir da keine Ressourcen verlieren. Tu das, tu das. Ist Ihnen recht, ja? Ja. Passt schon. Ich mache jetzt was Riskantes. Hallo. Hallo, was wollen Sie hier? Ich bin der König der Welt. Gut, Achtung, da vorne kommt ein Eisberg. Da ist wieder dieser Seehund, der zur Meerjungfrau wird. Oh, wie viele Pokémon sich hier gerade tummeln. Tee. Oh, ein Mini-Merrill. Ach, komm schon. Du bist ein Level 10er Scheißstarter. Bleib doch einfach mit einem Hyperball. Als ob ich dich noch schwächen könnte. Ach, dann stirb. Soll das denn?
Hast du dein Glücksei eigentlich dabei auf irgendeinem von deinen Pokémon? Nee, das ist nicht zu Hause. Warum benutzt du es nicht? Aber ich dort diesen super EP-Teil da. Nee, das Glücksei, das ist doch kein IP-Teiler. Ich dachte, das kriegt dann mal 50% Erfahrungspunkte, habe ich das auch gelesen. Ja, wenn du das Glücksei irgendeinem Pokémon gibst, also das Pokémon, das kämpft, dann kriegt das nochmal mehr Erfahrungspunkte. Aber das hat doch nichts mit dem Teiler zu tun. Aber wenn du es nicht benutzen willst, kann ich es gerne nehmen. Oh. Das Taubos, Oh, oder oh, 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 was? oh. Nope. Was suchen wir die ganze Folge über schon? Hier ist kein Shiny, das würde ich doch auch angezeigt bekommen. Nope, ich bin schon viel weiter weg. Und da ist es. Ach toll. Da ist es. Du wieder mit deinem glücklichen Händchen. Es wird angezeigt, als es färbt sich grün. Okay. Also der Radar oben. Oh, und direkt mit dem ersten Ball gefangen. Ohne zu schwächen, ohne alles. Will ich wissen, was es war? Wahrscheinlich nichts so Besonderes, oder? Nee, Sonst nee. hättest du anders reagiert. Das einzige Interessante daran jetzt war, dass es ein Shiny war. Also ganz ehrlich. Okay, immerhin. Das beruhigt mich ein wenig. Das heißt, glaub, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Picuda. Ein Wasser-Pokémon, dieser Barracuda ähnlich Ah ja. aussehende Fisch. Musst du mir gleich mal zeigen. Absolut unspektakulär, aber ist ein Shiny. Damit steht es in der Shiny-Wertung 4 zu 1. Ja. Was soll ich dazu sagen? Du bist halt einfach gut. Ich scheine bright like a diamond. Also von den ganzen Standardviechern, die hier unterwegs sind, wäre mir Abra und Carpador am liebsten als Shiny, wenn ich die Wahl hätte. Und wenn ich die Wahl hätte, hätte ich gerne einen Shiny Glumanda. Oh, das wäre auch cool, klar. So ein schwarzes Glurak ist schon was Feines. Oh ja. Bei mir spawnen schon wieder keine Pokémon nach. Ah ja, hier schwimmt so ein Barracuda rum. Das Shiny einfach. Ich habe auch noch nicht mal die Farbe erkannt oder gesehen. Dann ist es vielleicht gar nicht groß unterschiedlich zu der Originalversion. Wald unter Wasser. Hat er eine Entwicklung? Bestimmt, oder? Ja. Barracuda wird zu Barrakiefer. Oder andersrum. Wenn ich mich recht entsinne, auch nicht so spektakulär. Ich habe nichts zum Fliegen dabei. Beziehungsweise mein Flieger ist tot. Doof. Oh, ich habe ein Ultrawurmloch. Und jetzt habe ich keine Erde dabei.
Hä? Unter mir? Wahrscheinlich eine Katze. Was ist unter dir? Ich verstehe nicht, wo das Wurmloch sein soll. Das wird mir wieder ganz anders angezeigt. Hier 23 Blöcke nach oben, oder was? Und es ist wieder weg. Es schwimmt rückwärts, indem es seine Schale öffnet und schließt. Und ist damit überraschend schnell. Wahrscheinlich wäre es Mushas. Ja, jetzt gegen Ende verliere ich die Quizzes gerade. Dafür, dass ich vorhin noch so eine große Klappe hatte, dass ich heute der Quizmaster bin, geht's mir jetzt gerade ein wenig an den Kragen. Das Blatt hat sich gewendet. Das war jetzt mein drittes Sonderbonbon. Also ich habe echt kein Glück, was Shinies angeht. Du hast ein Shiny Bieber. Ja, wow. Ich habe ein Shiny und das ist auch noch ein Bieber. Ach, das muss ich mir dann nachher angucken. Arukuda, das sehe ich jetzt nicht so. Aber ich konnte endlich meine Pokémon aufleveln, nicht aufleveln, heilen. Mhm, hast ein Center gefunden, ja? Ja, endlich. Ich könnte auch mal heilen gehen. Ich kann immer noch nicht fliegen. So, hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Wasser. Sagt er, oder ist da ein zweites Pokémon Center und eine Insel. Und ein Dingsbums. Weißt du, was ich meine? Ja, ist schon klar. Ein Dingsbums halt. Das kennt man doch. Ja, wer kennt sowas auch nicht? Die ganze Welt redet über Bumsdinger. Bauen? Ich habe eine Struktur gefunden. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ah, okay. Und welche?